für ein Empfang, was für ein Start-up da drinnen bei euch. Ein unglaublicher Hexenkessel, der da drinnen zu brodeln beginnt, wenn man heraus startet auf die Bühne und so viele fesche Maden und Buben mit ihren Kleid und in der Lederhosen in Germany vorfindet. Da bringt sie mich gleich zu Beginn zu schwitzen. Meine Lieben, wer von euch? Fragen wir gleich einmal so, wenn man so viele strahlende Gesichter sieht, dann schaut sie alle miteinander sehr, sehr glücklich aus. Vielleicht liegt das ja auch daran, dass der eine oder andere von euch verliebt ist, oder? Wer ist verliebt? Ja. Du Scheiße. Und der Rest ist verheiratet, oder wie? Es ist ein erheblicher Unterschied, ob man ledig ist oder erledigt, ihr Lieben. Aber jeder, der schon irgendwann einmal in seinem Leben verliebt war. Wer war schon irgendwann einmal verliebt? So ein bisschen wenigstens. Der schmeißt jetzt den Popo in die Höhe. Der singt mit bei der neuen Radiosingle. Verliebt, verliebt. Denk hier an die, dann fühle ich mich wie ein junger Schmetterling, der zum allerersten Mal im Sonnenaufgang auf einer soften Blütenwiese mit aller Kraft, die er hat, seine bunten Flügel schlug. Ahnungslos und ungewiss, ob das jetzt frieren ist oder der Wind im Treibhaus auf einem taubnassen Blatt, er sich nieder. Auf der Suche nach seinem Weibel, das noch heraubmisst oder schon fliehen kann, glaubt er fest daran, irgendwann sind wir wieder zusammen.